wir so aufgetreten sind, so cool gespielt haben, eigentlich über die ganze Zeit hinweg die Führung behaupten konnten, clever gespielt haben, eine geile, aggressive Abwehr hatten mit einer überragenden Kati Filter hinten drin. Das hat heute alles einfach zusammengepasst. Die Energie war einfach da, egal ob auf der Bank, ob bei den Zuschauern, auf dem Spielfeld. Und deshalb macht mich der Sieg heute richtig stolz. Und ich glaube, das kann einfach nur ein gutes Gefühl geben für die nächsten beiden Partien. Natürlich, wir haben gezeigt, dass wir es können. Also, und dass wir damit umgehen können. Und das ist ja immer so eine Sache. Ist ja in Deutschland schon so, dass man oft ein paar negative Dinge gerne nach oben pusht. Und ich glaube, jetzt heute gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das war einfach von der Mentalität, von der Ausstrahlung, von der handballerischen Seite her ein richtig gutes Handballspiel. Und das freut mich brutal, dass wir das geschafft haben, in dieser Situation eine Bestleistung wirklich zu schaffen. Wir haben jetzt gegen Israel zweimal gespielt und gegen die Ukraine. Und wir haben diese Mannschaften mega dominiert. Das musst du erstmal machen. Das sieht so einfach aus. Aber da habe ich schon gespürt, dass die Spielerinnen wissen, warum sie da sind, nämlich zur Formaufbau. War jetzt gerade in der Kabine, die freuen sich natürlich, aber es ist keiner ausgeflippt. Wir wissen, was auf dem Spiel steht oder welche Chance wir haben und niemand will auf einen Dreiervergleich. Da wollen wir nicht hin. Ich will nicht am Sonntag hier sitzen und warten, wie Montenegro gegen Slowenien spielt. Diese Halle und diese Zuschauer und haben es auch verdient, dass wir am Samstag hier alles zeigen und voll reingehen und unseren Job selber machen.